Heute, am 7. Juli, ist der Tag der Schokolade. Es ist mal wieder Zeit für Käsekuchen, aber kein normaler Käsekuchen. Denn ihr habt es ja gehört, es ist Tag der Schokolade, also kommt Schokolade in den Käsekuchen rein. Yes! Lass uns loslegen. Ich hole mal unsere Backform. Ja. Und den Multizerkleinerer. Ja. Und einen Topf. Ich dachte kurz, dir wächst ein dritter Arm. So, hier, nimm das. Und nimm das. Und du nimm das. Okay. Wir schmelzen jetzt erstmal ein bisschen Butter. So, das schmelzen wir mal kurz runter. Und dann... Wir hatten jetzt diese Schokokekse klein als leckeren Crunchy-Boden. Wie gesagt, es wird schokoladig. Ein schokoladischer Cheesecake, ich brauche einen schokoladigen Boden. Und deswegen Schokolade. Ja. Habe ich schon mal gesagt, Schokolade. Wer kein Multizerkleinerer hat, kann die auch einfach in Küchenhandtuch wickeln und mit dem Nudelholz draufschlagen. Ja. Das ist noch ein großer Klumpen. Zwei große Klumpen, ja, drei große Klumpen. Aber jetzt kommen noch mehr große Klumpen rein. Ah, ich verstehe. So, Butter schmilzt. Wir geizen heute nicht. Okay. Hallo? Ja, während du auf die Butter aufpasst. Nicht bewegen, okay? Ja. Mach ich schon mal Backpapier in die Springform. So, dann Messer raus und Butter rein. Wenn ich nicht wüsste, dass das nur Schokokekse mit Butter sind, könnte man auch denken, Schokopudding. Ich weiß ja nicht, wie dein Schokopudding aussieht. Schokogrießbrei, okay? Okay, das akzeptiere ich. Und jetzt schön gleichmäßig auf den Boden verteilen. Oh, ein bisschen mehr Kekse hätte nicht wehgetan. Gleich mal. Hättest nicht so viel genascht. Habe ich doch gar nicht. Du hast da aufgepasst. Ja, so ist gut. Ja, das ist ausgezeichnet. Das kann man machen. Das ist ein Traum, würde ich sagen. So, dann ab damit in den Ofen und währenddessen räumen wir hier schon mal auf. Hey, ich hab's in den Ofen getan, du hast noch gar nicht aufgeräumt. Doch. So, während das jetzt im Ofen vor sich hin dümpelt, machen wir jetzt mal die Käsefüllung. Ich hole mal eine Schüssel raus. Wir müssen dafür auch natürlich heute Schokolade hacken und über einem Wasserbad schmelzen. Ja. Während du hackst, könnt ihr auf jeden Fall mal abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr kein Schokoladenvideo mehr verpasst. Oder ein anderes der sehr kulinarisch vorzüglichen Videos. So, jetzt wollte ich Schokolade hacken. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht einen Tag später geboren bin, weil dann wäre ich am Tag der Schokolade geboren. Das wäre ziemlich nice. Aber ich weiß nicht, wer den Tag der Schokolade mitten in den Hochsommer gelegt hat. Das frage ich mich auch. Na gut, kommt ja auch aus dem tropischen Bereich, ne? Da ist ja warm und feucht. Ich war mal bei einem Science Slam. Ja. Da hat sie erklärt, dass das größte Problem der Schokoladenindustrie dieser Fettreif ist. Wenn die Schokolade ganz kurz schmilzt, aber dann doch nicht und man dann diese weißen Blüten hat. Und dass man es aber einfach trotzdem essen kann, weil es ist kein Schimmel, sondern einfach nur das Fett. Die Schokolade muss natürlich auch irgendwo rein, deswegen machen wir jetzt den Rest der Füllung. Ja, ist ja auch schließlich ein Cheesecake, ja? Genau. Dafür brauchen wir Frischkäse. Flitschkäse. Plopp. Ich hole schon mal hier Packung Creme Fraiche. Uxa. Oh, wow. Siehst du, komplett. Nummer zwei. Mach du mal weiter mit der Creme Flash. Ich hole mal unseren Kuchenboden raus. Währenddessen mehr Creme Fraiche. Bam. So, dazu kommt auch noch ein Päckchen Vanillezucker. Ha! Nun denn, Zucker. Zucker. Oh. Ah. Immer wenn man denkt, man hat genau die Grammzahl getroffen, das ist wie beim Tanken. Ja, und dann die Waage so, nope. Das verrühren wir mal kurz.
So, dazu kommt noch Speisestärke. Ja, gut. Ja. Der war auf jeden Fall gehäuft. Ja, ja. Machen wir beim zweiten ein bisschen weniger. So. Und noch Kakaopulver. Nö. Wow. Positioniere mich schon mal hier drüben und hol mir die Eier herüber, denn ich werde jetzt nach und nach ein Eichen reinschlagen. Gut. Und ein letztes. So, dann kann ich hier jetzt ja unsere abgekühlte Schokolade reingeben. So. Zieh mal die Seite noch runter. Und jetzt auslöffeln, oder? So ging das Rezept. Na dann, rein damit. Auf den Boden drauf. Während du da weiter schabst, ja, hole ich schon mal unsere Auflaufform. Und da kommt jetzt ein bisschen Wasser rein. Die stelle ich schon mal unten in den Ofen. Damit der Kuchen schön saftig bleibt. Yes. Das ist Chemie. Bilden mit Felix. So, warm. Ist noch warm. Na dann schnell. So. Gut, dann räumen wir mal hier ein bisschen auf. Du musst. Mann. So, das Ganze muss jetzt eine Stunde im Ofen verweilen, dann da drinnen auskühlen, dann in den Kühlschrank, am besten über Nacht noch drinnen bleiben. Also zieht eure Pyjamas an, es wird lang. Oder wir nehmen einfach diesen Kuchen. Okay. Ich finde ja, du hast heute noch nicht genug Schokolade gehackt. Na gut, dafür kümmerst du dich um den Ring. Und den anderen Kuchen lassen wir einfach hinten backen. Okay. Ich habe mir was überlegt. Ich hacke jetzt einfach Schokolade auf der Rückseite, dann bleibt mir der ganze Kram nicht immer in der Rille hängen. So, dann Zartbitter. Und natürlich nicht ein, sondern zwei Wasserbäder, denn wir brauchen ja eine Schicht für hier oben und noch Deko. Schokolade Nummer 1, Zartbitter zum Drübergießen. Und jetzt Vollmilch. So. Auch drin. Fast drin. So gut wie drin. Guck mal, es war richtig schlau, das Päckchen umzudrehen. So. Die Milchschokolade ist so gut wie durchgeschmolzen. Jo. Dann kommt jetzt der schwierige Part. Wir transferieren diesen Kuchen auf einen schöneren Teller. So. Heiß. Ich fühle mich mit diesen Dingern immer ein bisschen wie so ein Zauberer, wenn er so die Frauen teilt. Jetzt. Ja, ja, warte, ich halte hier fest. Ja, oh, ja, Vorsicht. Ja, 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 ja. Yeah. Yeah! Yeah! Astreine Geschichte das. Ah, die Zauberassistentin hat's überlebt. Ja. Okay, dann gieße ich dir das jetzt einfach aus der Höhe raus. Das Praktische ist, wir haben nachher zwei Kuchen, also morgen. Also einen für mich und einen für den Rest. So, ab damit jetzt in den Kühlschrank. Ja. Boah. Streng dich mal ein bisschen an. Big Boy! Nur der eine Big Boy. So. So. Und während der jetzt auskühlt, machen wir schon mal die Deko. Dafür hole ich diesen Teller und den Schaber. Dann brauchen wir noch dies. So, dann gieße ich dir das jetzt drauf. Ja, man kann das natürlich auch mit anderen Sachen verteilen. Also einfach mit so einem Gummidings, Teigschaber, mit einer Palette, was auch immer. Eine Europalette? Mit einer Europalette. Boah, das erinnert mich ein bisschen an Siebdruckwerkstatt. Stimmt. Oh Gott, erinnere mich nicht dran. Mit der Gummilitze immer. Wir haben jetzt aber Schokolade auf Teller und Schokolade auf Teller kommt jetzt in den Kühlschrank. Da. Ein Tiny. Wir warten.
Können wir jetzt alles rausholen? Ja, wir können alles rausholen. Ja, hol alles raus. Bitte, ja. Können wir alles rausholen? Ja. So. Du hast den Kuchen. Nee, habe ich schon reingestellt. Ihr habt schon reingestellt, muss nicht. Erstmal hüpft alles fallen lassen. So. So, das hier ist jetzt auch durchgekühlt und jetzt nehmen wir unseren Schaber. Das ist übrigens ein Ceranfeld-Schaber und den benutzt ihr nur, wenn er ganz, ganz neu ist, also noch gar nicht benutzt wurde, oder wenn die Klingen ausgetauscht wurden und ihr den ganz sauber gewaschen habt, aber am besten, wenn er ganz neu ist, ne? Ja. Heute sind ungefähr 35 Grad, deswegen schmilzt die Schokolade mir hier schon weg. Aber du machst es ausgezeichnet. Danke. Gut, das ist vielleicht eher eine Deko für einen kühleren Tag. Aber der Schokoladentag ist halt im Sommer. Ja, was sollen wir machen? Ah ja, da muss man jetzt durch. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell probieren. Ganz schnell probieren. So. Schokolade, Schokoladenkuchen, Schokolade, Schokoladenkuchen, schneiden bitte, schneiden Sie bitte den Kuchen, ja, ja, schneiden Sie bitte den Schokoladenkuchen, damit wir ihn essen können. Und? Wow. Ja. Hübsch. Boah. Okay, probieren. Okay. So. Oh, ich hab richtig. Was machst du da? Es ging nicht anders, weil die Schokolade oben war noch hart. Ja, dann musst du es richtig machen. Ich habe ja schon die ganze Vorarbeit gemacht. Ja, ja, das will ich auch behaupten. Das ist aber ein großes Stück. Ja, cheers. Cheers. Nein, ich habe noch Schokolade überall. Mhm, ich auch. Jetzt! Also das ist mal ein krasser Schokokäsekuchen. Da kriegst du echt die volle Ladung. Ideal für den Tag der Schokolade. Aber ihr könnt ihn natürlich auch an jeden anderen Tag im Jahr machen. Yes, also ich finde, der ist mega lecker geworden. Und nächstes Mal geht es auch mega lecker weiter, denn wir machen eins meiner Lieblingsgetränke. Bubble Tea. Yes. Also seid wieder dabei. Tschüss. Und viel Spaß bei Schokolade jetzt. Schokolade, bye bye. Schokolade, Schokolade.